genug Platz für weitere. Das ist doch schön. 60 Wasser, das heißt, wir müssen mal die Wasserpumpe wieder aufmachen. Du hast Pause. Du hast nämlich nichts zum Bauen. Und... ja, lass die wieder aufmachen. Die pausieren. So. Das ist fast voll, eigentlich können die auch zu. Was bauen wir hier? Was bauen wir hier? Wichtig wäre der Damm auf Dauer, ne? Also. Okay. Der könnte dann auch 19 Holz. Ja, der muss dann auch hier arbeiten. Ich lasse den kurz hier hin, damit er den Baum abreißt. Okay, wieder schließen. Ich öffne hier. Du sammelst weiter Holz, das fertig wird. So. Kann man da hinten erstmal alles in Ruhe lassen. Hier wird fleißig gebaut. 20 Planken. Und 15 Holz. Das reicht, um hier oben dran zu kommen. Das hier hätte ich gerne fertig gebaut. Dankeschön. Dann mache ich hier kurz Pause. Dann arbeitet der gleich hier. Wobei, auch dumm platziert, ne? Hier könnte ich eine Abkürzung nehmen, eine kleine. Nicht so viele Straßen hier zugleistern, sonst sieht das blöd aus. So, und die hier hin. Mit Priorität. Dann können wir hier schon mal unsere Plattform planen. Einmal, zweimal, Pause, Pause. Und später kommen diese Farmhäuser hier oben hin. So, würde dann ungefähr so aussehen. Pausieren. P, 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 Pech. Okay. Da kommen dann zwei Warenhäuser hin. Und zwar werden die dann so angebunden und die Bauernhäuser drauf. Damit man einen schnellen Aufgang hat zum Hochgehen. Hier wäre es günstig. Ich weiß nicht, ob das so toll aussieht. Machen wir aber so. Sehen wir dann. Und hier haben wir Platz für ein zweites Warenhaus und dann noch ein Grill drauf, ne? Ja. Kommt aber alles noch. So, schon wieder ein Arbeitsloser. Du kannst dann aber dein Haus bauen. Oder ein Haus. Oder würde das auch was aussehen, wenn ich das so baue? Sieht auch cool aus, ne? Hm. War zwar unnötig, wie gesagt, mit den Planken. Oder hier oben. Sieht blöd aus, wenn man dann die Plattform sieht, ja? Stimmt's? Also ich finde, das sieht komisch aus. Das ist jetzt so bau. Ja, dann lieber so. Das hier halt mit dem Pfad verbunden. Hier ein paar ästhetische Sachen hin. Nochmal gucken bei dieser Fraktion, was bringt nochmal die Ästhetik? Ästhetik. Schwab. 5% Arbeitsgeschwindigkeit. 5% sind auf Dauer auch nicht wenig, ne? Was sagen unsere Forschungspunkte? 175. Können wir die besser einsetzen? Weiß es nicht. 19 Berries, 55 Wasser. 30 Holz. Schließen, öffnen. Schon mal etwas bauen. Machen wir die Holzfällerfahne wieder auf. Dann kann der da schön arbeiten. So, Nahrung sieht gut aus. Es ist einiges gesammelt. Ist auch fast voll. Das
Warenhaus und hier würde ich eigentlich eher Karotten bevorzugen. So. Wir brauchen keine zwei vollen Warenhäuser mit Beeren. Definitiv nicht. Definitiv nein. Das war von TV Total, ne? Definitiv. 6 von 12. So viel Holz haben sie auch nicht. Wobei hier oben ist noch einiges an Holz, was abgebaut werden kann. Da kommen die auch dran. Da kommt der locker dran. Und du hast nichts mehr zu sammeln. Du hast doch hier... Achso, ist voll. Ah, das ist blöd, ja. Das ist in der Tat sehr blöd. So, das bauen wir hier hin. Sonst sieht es gequetscht aus an den Häusern. Du hast Priorität. Wie viel Holz haben wir noch? 18. Du brauchst 15. Passt. Nächste Dürre in 1,2 Tagen. Mit Wasser haben wir vorgesorgt. Für 11 Biber, 200 Wasser. Na gut, 3 Wasser am Tag pro Biber, ne? Hm. Sehen wir gleich. Nicht haben wir ein Problem. Aber wenn es absehbar ist, würde ich die nach Möglichkeit in ein anderes District schicken. Und so hart es klingt, tut mir leid, die Versorgung abschneiden, wenn es funktioniert. So, noch ein Häuslein. Nochmal 2. Noch ein Haus. Here we go. Sehr schön. Ah, den Bonus für die Kartoffeln will ich bald haben. Haben wir denn schon... Die Kartoffeln wurden noch keine gepflanzt, weil... Priorisierte Aktion ist, ja, abbauen und Karotten. Also, ja, ernten halt. So, keine Priorisierung. Die Dürre hat gestartet. Es geht ruckzuck, geht das. Rucki zucki. So, hier erlaube ich nur Beeren. Und dann weiter und kein Holz mehr. Dann arbeite weiter an der Holzfällerfahne. Oh, wir haben 3 Biber mittlerweile. Sehr schön. Okay. Dann wird es Zeit, dass ihr bald wieder Kinder zeugt hier. Gebt Gas. So, Dürre 3 Tage, 212 Wasser, die Pumpe pumpt, die läuft noch. Jetzt fängt es an, okay. Noch 2,5 Tage mit 200 Wasser für 11 Biber, das reicht. Das sollte reichen. So, Beeren sind schon voll. Ich würde sagen, da jetzt Karotten und alles reinkommen, könnten wir die auch einfach aufgeben. Dann wird das hier freigeschaltet. Ihr sollt das hier fertig bauen. Dann kann der nämlich im Farmhaus arbeiten, im Bauernhof. Ziehe ich dann einfach irgendwann das ab. Hier oben ist ja sowieso jetzt alles niedergemacht. Die hier wachsen noch sowieso nicht mehr. It dried out and died, ja. Also, weg mit dieser Holzfällerfahne. Platziere wieder Straßen. So, und dann abreißen. Natürlich unser Haus nicht dabei erwischen. So. Super. Passt. So, den setzen wir kurz hier ein, damit das schneller gebaut wird. Hier aus 33 Wasser für 3 Biber, das reicht auch. Holz 20. Was brauchen wir denn hier? 20, 40, 60.
Okay, das dauert noch eine Zeit lang hier. Wir haben hier... Ne, das reicht nicht. Haben wir hier oben am Bäumen, das erreichbar ist. 16, 24, 30, 60, 70 vielleicht. Hier noch ein paar. Weil man ja das Gebiet ruhig erweitern kann, indem man es einfach hier platziert. So. Dann schließe ich die einfach. Hier wird geöffnet. Priorität. So, drei Inventor. Was schalten wir als nächstes frei? Lootgate, Dynamit, nee, das ist noch, steht weit hinten an. Großes Storage ist immer gut, kostet aber Planken ohne Ende, da sind wir noch lange nicht. Mini-Lodge, großer Wassertank, ja, der wird auf Dauer wichtig, aber da brauchen wir erst Getriebe. Waterdump wäre interessant, aber wenn wir den Damm erstmal gebaut haben und die Dürren nicht zu lang sind, sollte das kein Problem sein. Würde ich wirklich die Getriebewerkstatt erstmal bauen. Freischalten. Deko, hier 20 Punkte. Ja, lass zuerst hier das hier freischalten. Dann holen wir den kleinen Bonus mit, indem wir sagen... Na? Die sind teuer. Wissenschaftspunkte, also nehmen wir... Und das hier auch. Das hier ist am günstigsten. Also Busch. Kostet nur 12 Holz. Wie viel haben wir in diesem Distrikt? 37. Ja, komm, das kann man sich leisten. Das kommt dann hier hin. Und dann später, die laufen hier alle vorbei. Zumindest einige. Immer hier. Lass das so setzen. So. Ein paar Boni mitnehmen. Kann nicht schaden. Das nächste, was ich dann gebaut haben möchte, wäre hier, das hier und das hier. Und dann auch den Grill. So, und hier arbeiten jetzt auch schon zwei. Wir haben einiges mehr an Biber. Das bedeutet, wir brauchen bald wieder ein neues Haus. Geht das Schlag auf Schlag hier. So, wie sieht es hier aus? 34, hier können wir auch die 5% mitnehmen auf Dauer. Also wird, wo laufen die meisten vorbei? Hier immer. Also hier einen platzieren. So. Brauchen aber auch bald nochmal ein neues Gebäude. Hier oben eins hin direkt? Ja, komm. Warum nicht? Warum nicht? So. So langsam wird's doch. So langsam wird's. Futter, 11 Wasser. Keiner arbeitet in der Wasserpumpe. Das wird bald wieder nötig sein. Ein Kind haben wir. Wenn das bald erwachsen wird, kann das an der Wasserpumpe arbeiten. Sollte passen. So, hier schon wieder zwei, die keine Arbeit haben. Hier sagt er, kann das Gebäude nicht erreichen, weil kein Pfad gesetzt ist. So, das muss natürlich gemacht werden. Und du, ja, needs power to operate. Das leuchtet mir ein. Sollen wir schon mal einen Schlepperposten bauen? Damit das effektiver wird alles. Könnte man tun, ne? Den hätte ich auch gern höher gebaut. Oder bauen wir den so? Na, hier ist er versteckt. Sieht blöd aus. Versteckt er sich dann hinter dem Grillgebäude? Na, so schön sieht das Ganze jetzt noch nicht aus. Was ist hier eigentlich mit... Hä? Hallo? Was ist hier los? Hat sich das nicht schon gesetzt? Das falsch gesetzt gehabt? Hier, baut mal diese... Was ist hier los? Gib mal Gas. Baut mal die Bäume weg. Die müssen ersetzt werden.
Los. Warte mal. Ja, Präferenzen setzen, meine kleinen Biber. Los, da hinten, die müssen weg. Damit ich da andere Baumtypen setzen kann, der muss auch weg. Und hier. Und hier. Go for it. 1, 2, 3, 4, 5 Stück noch. Komm. Wird die doch jetzt hinbekommen. So, wie schaut's aus hier? Immer mal wieder vorbeischauen. Du hast Hunger, du hast keine Nahrung mehr. Schlechtes Zeichen. Vier Biber. Rüber mit euch kurz. So. Immer wieder ein Auge drauf werfen anfangs. Mal hier zwei unemployed direkt. So, das war wieder Nisa. Und die schicken wir dann wieder rüber. So, vier Stück, Distrikt 2 und tschüss. Sieht's hier aus? Habt ihr das jetzt endlich mal? Wird auch Zeit. Ups, das wollte ich nicht. Wobei man das auch mittlerweile... Ja, komm. Hier, den könnt ihr bitte auch abreißen. Ja. So, das mache ich auch kurz mit Straßen. So. Und dann... Oh ja. Die überbauen die, das überpflanzen die doch direkt, oder? Da ich mir nicht sicher bin, habe ich eigentlich noch nie beobachtet, wenn ich ehrlich bin. Mache ich das einfach wieder so. Nee, den Wassertank möchten wir nicht abreißen. Okay, das hier hat sehr hohe Priorität. Bitte vernichten. Reiß die Straße auch wieder ab. Okay. So, so möchte ich das haben. Jetzt dürft ihr auch wieder die anderen Bäume abreißen. Beziehungsweise abernten, fällen, wie auch immer. Ach, ist das schön. Ohne UI, wie sieht's ohne UI bisher aus? Ach, gar nicht so verkehrt. Gibt hässlichere Bauten, oder? 13 Planken, 20 Holz. Das wird knapp 17 Karotten. So, jetzt geht aber das mit den Potatoes los. Unable to get all the materials, ja, weil du noch keine Kartoffeln hast. Holz hättest du. So, der Förster ist auch erstmal beschäftigt. Die Straße hier kann jetzt weg. So, noch mehr dieser Bäume. Okay. Dann hat er auch was zu tun. Hier oben kann man das hier pflanzen. Die können dann für sich weiter wachsen. Wo kommt da hin? Bis hierhin. Hier wachsen ja welche. So kann man das jetzt, man kann ihnen sagen, nicht mehr bepflanzen, die wachsen ja von selbst. Ja, dann lassen wir die einfach in Ruhe. Sieht's hier aus? Sieht gut aus. 30 Holz, hier wird fleißig gebaut. Können wir den Pfad erweitern. Das heißt, für die nächste Dürre haben wir wahrscheinlich Ruhe. Tag 6 sollte bis dorthin fertig werden. Wir brauchen nur noch 5 Holz und dann noch 20, 32, 44, jawohl. Passt. Wasser haben die auch genug, weil wir noch einen kleinen Wassertank bauen können. Auch kein Problem. Häuser 12, 4 Biber.
vorsorglich noch ein Haus. So ungefähr. Deko haben sie noch nicht. Na gut, das hier ist definitiv Priorität, ne? So. Definitiv priorisiert. Drei Kinder, die sind auch bald hoffentlich erwachsen. Hier könnte man doch... Die habe ich noch nie gebaut, seit die verfügbar sind. Muss ich gestehen. Für 500 könnten wir schon eine Biber-Statue freischalten, aber nee. Nee. So, und eine Voraussetzung für die Teilnahme an dem Contest ist ein Tribute to Ingenuity. Das muss gebaut und erforscht sein. 300 Metall. Das wird was. Abgabe am 7. November. So, und da ich ja eventuell auch noch etwas für Factorio aufnehmen wollte, wobei ich da jetzt kein Profi bin, falls ihr euch wundert, ne? Da habe ich nicht so viel Erfahrung mit. Ich glaube, ich hatte bis zu den roten Schaltkreisen und zu Roboterhangern und so hatte ich gespielt. Mit einem Main-Bus-System, aber viel weiter bin ich in Factorio noch nie gekommen. Aber da wollte ich auch eine Serie draus machen. Wenn man so viel auf einmal machen will, ne? Und dann kommt ja noch die normale Arbeit. Kein Vollzeit-Creator. Da muss man immer Abstriche machen, leider. Würde so gerne mehr spielen und Videos machen und mich noch weiter ins Editing reinfuchsen. Sehr viel Arbeit. Und dann kommt die ganze Steuergeschichte noch. Die Monetarisierung auf YouTube irgendwann. Oh je. Nebengewerbe und so weiter. Das kostet alles Zeit. Nicht schön, sage ich euch. Nicht immer. Was man sich da alles kümmern muss. Aufgrund der Ästhetik sind sie so glücklich wie nie. Das ist doch schön. Wie viel Holz haben wir hier? 46. Also würde ich noch einen platzieren irgendwo. Ich denke hier. Noch mehr Boni haben. Ja, komm, baut das mal. Die 5% Boni, die machen auf Dauer einiges aus. Auch wenn es nicht, wenn es sich nicht nach viel anhört. Und vor allem, was jetzt cool ist, die Potatoes, die geben. Wo haben wir es? Nutrition, Squilled Potatoes, ihr seht, 20% Life Expectancy. Also die leben 20% länger, so nennen darf. Vorher war es 30% Stärke. Interessant. Die konnten dann einiges mehr tragen. Es wurde geändert. Okay. Noch gar nicht aufgefallen. So, Unterschlupf, 5% Gehgeschwindigkeit und 25% Lebensspanne. Karotten geben 20% Lebensspanne. Kartoffeln 20%. Brot. Ah, Brot hat Tragegeschwindigkeit. 25%, das waren mal 50%, wenn ich mich recht erinnere. Also, ne? Das hier auch 25%. Biberstatue. 5% Working Speed. 5%. Okay. Karussell. 15. Bücher 20. Tempel 30. Oh, der Tempel ist wichtig. 340 Planken. Das macht schon was aus, ne? 30%. Und sonst müssten wir einiges an 5%, nochmal 5% hätte man 10. Naja. So, aber genug gelabert. Zwei sind arbeitslos. Was ist hier los, hier drüben? Nichts zu essen. Ihr armen kleinen Biber. 3 und 1 rüber schiffen. Wenn ihr es klicken hört, ist das immer der Knopf vom Mikrofon. Das Mikro finde ich sehr schön. Ist das T-Bone
von Thoman, aber der Knopf, den hört man auf der Aufnahme, wenn man dann klickt. Das ist der einzige Nachteil an diesem Mikrofon. 5 Unemployed. Wie will ich eigentlich weiter vorgehen? Ich glaube, ich möchte noch viel mehr Planken haben.